Danke, Hahn. Ist für uns jetzt am Brandenburger Tor in Berlin. Hier findet eine Kundgebung statt. Was genau passiert denn da jetzt? Es ist eine Kundgebung und auch eine zentrale, aber nicht vom Deutschen Bauernverband. Hier haben die Freien Bauern aufgerufen. Das ist eine Vertretung für bäuerliche Familienbetriebe, Kleinbetriebe. Die haben ein bisschen andere politische Forderungen als der Deutsche Bauernverband. Zum Beispiel sind sie gegen große Agrarbetriebe. Sie sind gegen die Importe von Nahrungsmitteln. Also ein bisschen andere Themen. Allerdings sind sie auch gegen die Streichung der Subventionen. Sie wollen die Rücknahme dieser Subventionskürzung beim Agrardiesel. Was man aber auch sagen muss, hier sind jede Menge andere Menschen noch dabei. Es sind nicht nur Bauern, es sind auch Handwerker und es sind Leute, die ganz andere Forderungen haben. Ampel muss weg ist das Geringste. Also das ist hier eine große Gruppe von Menschen, die sich versammelt und protestiert. Hier offensichtlich gelingt nicht ganz so gut das Abtrennen von rechten Thesen von anderen Gruppen wie möglicherweise an Autobahnauffahrten, wo die Bauern sich besser distanzieren können. Wie wird es denn mit den Protesten der Bauern heute und überhaupt weitergehen? Worauf müssen wir uns einstellen? Also hier im Brandenburger Tor ist gesperrt bis 22 Uhr, aber ich glaube nicht, dass so lange hier demonstriert wird. Aber die ganze Woche über wird es Proteste geben, wird es Sperrungen von Autos, Straßen und Ähnlichem geben. Und am 15.01., also heute in einer Woche, ist eine große Kundgebung hier am Brandenburger Tor geplant. Dann wird der Bauernverband aufrufen und da werden vermutlich noch mehr als die jetzt schon 450 Traktoren hier stehen. Anke Hahn, danke schön nach Berlin.